Herzlich willkommen und schön, dass ihr euch verklickt habt. Heute haben wir zwei ganz besondere Geräte auf dem Tisch liegen und zwar einmal das Xiaomi 12X, welches ich heute ein bisschen verteidigen werde, und das Realme GT 2, welches Marco verteidigen wird. Also ich finde ja schon mal, dass das Realme GT 2 viel, viel schöner ist. Ja? Liegt im Auge des Betrachters, ne? Also ich meine, ich finde ja eigentlich diese schöne matte Rückseite, wo man auch nie Fingerabdrücke sieht, hier auch wunderschön. Ich weiß, dass du auch mit dem Realme GT 2. Ja, okay, du hast recht. Ich finde die auch schön. Hier ist eine schöne Unterschrift sogar noch drauf. Genau, von Naoto Fukusawa. Irgendwie so eine Art, ja. Genau. Er hat das Ganze designt und sieht auf jeden Fall schick aus. Trotzdem sind beides schicke Smartphones. Ja, hier, ne? Diesen Metallbump hier, das finde ich irgendwie richtig, den finde ich ja richtig schön. Ne? Da finde ich hier die Kameras so ein bisschen. Also ich finde, das ist ein bisschen stimmiger von dem Kamera-Setup her. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt. Designtechnisch ist es halt immer ein bisschen Geschmackssache. Wir haben aber beide eine abgerundete Rückseite. Ich habe allerdings ein flaches Display. Ja, ich habe ein gekrümmtes Display. Aber bevor wir jetzt zum Display kommen, noch mal ganz kurz ein paar Worte auch zu den Materialien. Ich habe eine Glasrückseite, eine Glasfront und einen Metallrahmen, wohingegen hier Marco mit dem Realme GT 2 uns nur einen Plastik- oder eine Glasfront bietet. Ja, okay. Aber eine Plastikrückseite und einen Plastikrahmen. Das ist immer so nebenbei. Da sieht man dann auch mal, warum das Xiaomi 12X wahrscheinlich ein bisschen mehr kostet, weil die Materialien hier einfach mal viel, viel hochwertiger sind. Und trotzdem wiegt das Smartphone hier, wo die hochwertigen Materialien verbaut sind, weniger, nämlich 176 Gramm nur, wohingegen das Realme GT 2 einfach mal 194,5 Gramm wiegt. Und es ist, glaube ich, auch, war es dicker denn dein Smartphone? Ja, mit 8,6 mm im Gegensatz zu den 8,2, die du da bietest. Aber dann können wir ganz kurz noch über den Preis reden, weil ich glaube, es ist schon relativ wichtig bei den Geräten, dass wir das ganz kurz damit auch nochmal einleiten, warum wir das vergleichen, weil sie sind hardware-technisch teilweise sehr nah beieinander. Mhm. Sie spielen, glaube ich, preislich schon grundsätzlich in der gleichen Liga, aber das Realme GT 2 ist erstmal das günstigere Smartphone. Es fängt bei 549,99 Euro an, dann bekommt man 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher. Beim Xiaomi 12X gibt es nur eine Speichervariante, und zwar mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher, und kostet 699,90 Euro. Wenn man hier 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher haben möchte, zahlt man 599,99 €. Das heißt 100 Euro weniger als beim Xiaomi 12X und bekommt noch 4 GB Arbeitsspeicher mehr. So, das hört sich schon mal. Das sind die Voraussetzungen. Das ist ja eh jetzt irgendwie so ein Battle entstanden, so ein bisschen, ne, zwischen Xiaomi und Realme. Weil Xiaomi war ja immer so der Preis-Leistungskracher und Realme holt irgendwie auf, ne? Sie hauen ordentlich um sich, würde ich sagen. Aber wir schauen mal, wo beim Realme vielleicht eingespart wurde und wo das Xiaomi 12X vielleicht trotzdem nach vorne liegt. Wie sieht es eigentlich beim Display aus bei dir? Hast du auch einen Fingerabdruckscanner unter dem Display? Ja, meiner sitzt genauso wie bei dir auch ein bisschen zu tief, finde ich. Ja, genau. Ja, also es ist hier knapp über dem Kinn, das ich hier habe. Super schnell ist der Fingerabdrucksensor im 12X, würde ich sagen, ist auch noch ein Ticken zuverlässiger als der im Realme, obwohl der im Realme auch schon sehr gut funktioniert. Das wollte ich hören, danke, dass du gesagt hast. Aber jetzt zum Display. Wir haben im Xiaomi 12X ein 6,28 Zoll großes Display und im Realme GT 2 ein 6,62 Zoll großes Display. Das heißt, das Realme ist schon ein bisschen größer. Wer ein kompaktes Smartphone haben will, ist also beim Xiaomi 12X definitiv besser dran. Ansonsten hören sich viele Sachen sehr, sehr ähnlich an. Wir haben eine Full HD Plus Auflösung in beiden, wir haben ein AMOLED-Display in beiden, wir haben 120 Hertz in beiden. Das ist erstmal sehr vergleichbar, obwohl ich mit meinen trüben Augen behaupten würde, dass das Xiaomi 12X ein bisschen besseres Display hat. Liegt doch vielleicht daran, dass es ein bisschen schicker aussieht mit den gebogenen Seiten. Ich mag das ja. Wenn ihr ein flaches Display haben wollt, seid ihr allerdings wieder beim Realme besser dran. Ich glaube, das Kinn ist auch hier bei dir ein bisschen dicker beim Realme GT 2. Ne? Deswegen sieht es vielleicht so ein bisschen moderner aus. Genau, die Ränder insgesamt sind hier ein Ticken dicker, einfach dadurch, dass es ein flaches Display ist. Das bringt halt gewisse Limitierungen mit sich. Aber genau, halt, auch beim Kinn sieht man es relativ deutlich. Das verschwindet ja fast komplett hier beim Xiaomi. Dein Punch-Hole ist oben links, mein Punch-Hole in der Mitte, ne? Das ist auch nochmal eine Frage. Das ist eine Philosophiefrage, was man da lieber mag. Aber es sind beides sehr gute Displays. Trotzdem würde ich dem Xiaomi 12X hier einen leichten Vorsprung geben. Ja. Aber wenn ihr ein flaches Display haben wollt, dann fällt das ja auf jeden Fall schon mal raus, ne? Dann wollen wir uns mal als nächstes um die Software kümmern. Hier haben wir beim Xiaomi 12X MIUI 13 glücklicherweise. Das Neueste vom Neuesten, was die Benutzeroberfläche für Xiaomi Smartphones angeht. Aber leider wird es nur Android 11. Vorinstalliert. Oh, guck mal, ich habe hier Android 12 drauf, das ist nicht toll. Und Realme UI 3.0 ist sehr nah an ColorOS dran, wer das kennt. Ist aber ein bisschen angepasste Oberfläche. Ich mag die, aber sie ist schon recht farbenfroh. Also wer jetzt nicht ganz so viele bunte Farben mag in seinem System, gut, hat man beim Xiaomi jetzt auch. Ja, aber die Icons sind ein bisschen schön kleiner hier, ne? Sehen moderner aus, nicht so eine dicken Dinger. Okay, kann man alles ändern noch. Aber. Kann man zum einen ändern, zum anderen ist es wahrscheinlich jetzt auch nichts, was im Alltag so sehr stört. Auf jeden Fall sind sie beide gut, was die Software angeht. Sie ruckeln jetzt nicht, irgendwie allein vom Betriebssystem her. Wir kommen ja gleich zur Performance.
Man kann ganz viel anpassen. Trotzdem hast du gewonnen, weil du hast Android 12. Was bei Smartphones ja auch immer wichtig ist, ist das Thema Performance. Ne? Das möchte man ja wissen, wenn man jetzt weniger Geld ausgibt, ob man da auch die bessere Performance kriegt. Es klingt schon mal ein bisschen so, wenn man drüber nach... Also es klingt, eigentlich klingt es so, weil wir haben hier bei Realme GT 2 den Snapdragon 888, den 888, der Flagship-SoC vom letzten Jahr, glaube ich, wenn ich jetzt nicht irre. Und beim Xiaomi 12X haben wir unseren Lieblings-SoC verbaut, den Qualcomm Snapdragon 870-SoC. Und wenn wir uns jetzt die Benchmark-Punkte anschauen, dann sehen wir auch, dass man die bessere Performance mit dem günstigeren Smartphone bekommt, weil wir haben hier einfach mal 1130 Punkte im Single-Core, wohingegen beim Xiaomi 12X nur 962. Und beim Multicore sieht es ungefähr fast gleich aus. Da sind auch nochmal so 100 Punkte ein bisschen besser, oder fast 200 Punkte beim Realme GT 2. Auf jeden Fall ist es Benchmark-technisch besser, das Realme GT 2. Im Alltag merkt man aber keinen riesen Unterschied. Trotzdem, wenn man irgendwie bei irgendeinem bestimmten Game vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr Power braucht, dann sollte man lieber zum Realme GT 2 greifen. Beim Realme GT 2 zahlt man aber 100 Euro weniger und bekommt auch 12 GB Arbeitsspeicher, wenn man das möchte. Das wirkt sich dann vielleicht bei anderen Benchmarks dann doch wieder sehr positiv auch aus. Das zeigt der PC-Markt Performance Test. Da habe ich nämlich 12.632 Punkte gegen 10.803 Punkte beim Xiaomi 12X. Im Alltag, wie du schon gesagt hast, werdet ihr da jetzt keine großen Unterschiede merken. Ihr seid mit beiden sehr, sehr gut aufgestellt, aber ein bisschen zukunftssicherer. Ja, das ist in der Hinsicht einfach das Realme GT 2. Apropos Zukunftssicherheit, Konnektivität, ist ja dann gleich das nächste. Der 870 ist definitiv auch mein Lieblingsprozessor. Das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Es gibt auch Gründe, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber was die Konnektivität angeht, ist das Realme GT 2 ein Ticken besser. Wir haben in beiden Dual 5G. Wir haben in beiden Bluetooth, aber hier Bluetooth 5.1 und hier Bluetooth 5.2. Wir haben bei beiden Wi-Fi 6 verbaut, NFC. Der eigentliche wirkliche Unterschied ist im Großen und Ganzen Bluetooth. Die Performance ist hier super, ne, beim Realme GT 2. Aber jetzt ist die Frage, wie ist es denn mit dem Akku im Vergleich mit zum Xiaomi 12X? Das Xiaomi 12X hat einen 4500 mAh großen Akku verbaut. Das Realme GT 2 hat einen 5000 mAh und das für 100 Euro weniger, ne? 5000 mAh großen Akku verbaut. 500 mAh mehr. Dann würde man ja denken, okay, krass, dann gewinnt das bestimmt hier haushoch gegen das Xiaomi 12X. Aber wenn wir uns den Benchmark hier angucken, ne, dann sehen wir beim PC-Markt-Benchmark-Test, dass beim Battery-Life-Test rauskam 14 Stunden und 13 Minuten beim Realme GT 2 und 14 Stunden und 41 Minuten beim Xiaomi 12X. Das ist gar kein so ein großer Unterschied. Das Xiaomi 12X hat da sogar ganz minimal gewonnen, weil mit beiden kommt ihr anderthalb Tage aus und das, obwohl ihr bei beiden die gleich guten Displays irgendwie drin habt, zumindest von der Auflösung her auch, Full HD+. Wir haben beim Xiaomi 12X den 870er drin, der hat ein bisschen weniger Performance, ein bisschen weniger Leistung. Also könnte man denken, okay, dann holt er auch ein bisschen was raus. Aber wir haben auch weniger Akku drin, also 4500 mAh nur. Mich haut das auf jeden Fall um, dass das Xiaomi 12X hier gut mithalten kann mit dem Realme GT 2, obwohl wir hier die 5000 mAh drin verbaut haben. Also von daher, mit beiden habt ihr genügend und ausreichend Energie für anderthalb Tage ohne Probleme. Aufgeladen bekommen wir dann beide Smartphones auch fast gleich schnell. Theoretisch hat das Xiaomi 12X hier aber gewonnen. Mit 67 Watt kabelgebundenes Aufladen gegen 65 Watt übrigens jeweils das Netzteil im Lieferumfang enthalten, was wir bei beiden Geräten nicht haben, was ich in der Preisklasse eigentlich nicht missen möchte, ist kabelloses Laden. Aber da nehmen sie sich auch nichts. Daher Ladegeschwindigkeit ganz klar, das Xiaomi 12 hier besser, weil auch kleinerer Akku geht deswegen ein bisschen schneller. Also die Performance ist bei beiden Geräten nicht schlecht, der Akku ist bei beiden Geräten nicht schlecht. Jetzt denkt man sich vielleicht, oh cool, dann kann ich ganz viel zocken und da ist ja auch noch wichtig, wie das Ganze so klingt dann, ne? Wenn man keine Kopfhörer benutzen möchte. Wir haben bei beiden Stereo-Speaker verbaut und die klingen bei beiden gut. Trotzdem, wenn man das jetzt ganz haargenau nehmen möchte, würde man sagen, das Xiaomi 12X hat eher Stereo-Speaker und das Realme GT 2 eher Dual-Speaker, weil der obere Speaker beim Realme GT 2 klingt nicht ganz so vollwertig wie der untere und beim Xiaomi 12X ein bisschen besser. Wir haben aber auch noch Kameras verbaut bei beiden Geräten und glücklicherweise auch Frontkameras. Und zwar das Xiaomi 12X hat eine 32-Megapixel-Frontkamera in diesem wunderschönen Punch-Hole verbaut, wohingegen das Realme GT 2 nur eine 16-Megapixel-Frontkamera verbaut hat und das, obwohl der Sensor hier sogar größer aussieht, sehe ich gerade mal so. Ne? Aber naja, ein Punch-Hole ist gleich groß auf jeden Fall. Aber die Fotos sehen bei beiden Smartphones nicht schlecht aus. Also bei beiden haben wir jetzt nicht großartig was zu meckern, aber natürlich gibt es im direkten Vergleich ein paar gewisse Unterschiede. Das Realme GT 2 sättigt die Farben ein bisschen stärker, also für die Instagrammer unter euch, ihr findet da vielleicht das Realme GT 2 ein bisschen besser, weil es ein bisschen knackigere Farben hat. Und das Xiaomi 12X ist so ein bisschen natürlicher von den Farben her und das Ganze ist noch ein bisschen heller.
als beim Realme GT 2. Also wenn man die ganzen alten Frontkameras so kannte, dann würde man sagen, jetzt Xiaomi 12X ist eher so ein bisschen ältere Frontkamera und das Realme GT 2 ist ein bisschen farblich moderner getrimmt, würde ich das so jedenfalls betiteln. Frontkamera, was Videos angeht, sind beide gleich gut. 1080p ist die maximale Auflösung. Ja, die Frontkamera mag ja für einige die interessantere sein. Ich finde die rückseitigen Kameras immer besonders wichtig und wir haben in beiden Fällen erstmal eine sehr, sehr schöne Hauptkamera. 50 Megapixel Hauptkamera mit OIS verbaut. Dann haben wir aber noch zwei Zusatzkameras verbaut und da haben wir in beiden Ultraweitwinkel verbaut, beim Xiaomi 12X allerdings mit 13 Megapixel, im Realme GT 2 nur mit 8. Und dann haben wir in beiden Fällen auch noch eine Makrokamera verbaut, allerdings im Fall vom Xiaomi 12X eine Telemakrokamera mit 5 Megapixeln und beim Realme GT 2 gerade mal 2 Megapixel. Also hier sehen wir jetzt hardwaretechnisch schon ein deutliches Downgrade im Vergleich zum 12X. Jetzt ist die Frage, spiegelt sich das auch in den Fotos wieder? Wenn wir uns die Fotos der Hauptkameras angucken, dann gibt es da schon Unterschiede, alleine so vom Weißabgleich und so von den Farben her gibt es schon Unterschiede. Auch bei den Details sehen wir beim Xiaomi 12X ein bisschen mehr Details, aber es ist kein himmelweiter Unterschied. Also bei den Fotos der Hauptkamera würden wir noch behaupten, dass sie da fast gleich auf sind. Also ein bisschen Geschmackssache, ob euch das 12X besser gefällt. Das ist zum Beispiel beim Charlie der Fall und mir gefällt tatsächlich das, was das Realme GT 2 hier produziert, besser. Das gilt auch für Personen, die vor der Kamera sind. Das Xiaomi 12X packt hier ein bisschen mehr Farbe ins Gesicht. Da wirkt Charlie hier nicht ganz so blass um die Nase. Der Cut-Out ist aber bei beiden sehr gut. So, jetzt kommen wir aber zu den Kameras, wo es ja pixeltechnisch auf jeden Fall Downgrades gibt beim Realme GT 2. Und das sieht man zum Beispiel auch bei der Ultraweitwinkelkamera. Die 13-Megapixel-Kamera sieht hier einfach besser aus, das Foto, was hier rauskommt, im Vergleich zur 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Ich glaube, wir haben es auch schon oft genug gesagt, 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkameras reißen es heutzutage einfach nicht mehr. 12-Megapixel sind Minimum. Das 12X bringt sogar 13 mit, deswegen sieht das Bild hier besser aus. Das Gleiche können wir auch direkt für das Makrobild sagen. 5 Megapixel Telemakrokamera sieht hier einfach viel detaillierter aus. Die Farben sind besser. Man kommt auch ein bisschen näher ran durch diesen Tele-Effekt. Und das Realme GT 2 bietet mit dieser 2 Megapixel Makrokamera wirklich nur so eine Alibi-Kamera, die zu nichts richtig zu nutzen ist. Apropos Alibi-Bilder, man kann auch digital hineinzoomen. Dafür wird ja auch wieder der Hauptsensor hier in beiden Fällen benutzt. Aber auch hier sehen wir das Xiaomi 12X leicht vorne, aber hier ist der Unterschied wieder nicht so stark, so ähnlich wie bei den Fotos der Hauptkamera. Wenn wir dann mal in dunklen Umgebungen Fotos machen wollen, performen sie beide erstmal sehr gut. Also sowohl der Automatikmodus als auch der Nachtmodus ist hier beides ansehnlich. Was auffällt, ist, dass das Xiaomi 12X ein bisschen stärker auffällt und teilweise deswegen die Farben auch ein bisschen weniger gesättigt sind. Das Realme GT 2 neigt ja grundsätzlich dazu, Farben vielleicht auch ein bisschen mehr zu sättigen, haben wir bei der Selfie-Kamera schon gesehen. Aber dafür haben wir zum Beispiel im Nachtmodus ein bisschen mehr Rauschen beim Realme GT 2 als beim Xiaomi 12X. Hier einen ganz klaren Sieger auszumachen, fällt uns schwer. Bei unseren Beispielbildern hat das Realme ganz leicht gewonnen, aber ich glaube, das ist auch immer ganz stark abhängig von der Situation. Was jetzt auf dem Papier erstmal richtig toll klingt, ist, dass wir beim Xiaomi 12X 8K-Videos aufnehmen können, obwohl hier eigentlich der ältere Prozessor drin ist. Im Realme GT 2 können wir maximal 4K60 Videos aufnehmen. Man sieht auch, dass die 8K-Videos nicht wirklich stabilisiert sind und das macht sie nicht so wirklich nutzbar. 4K60 beim Realme GT 2 sieht okay aus. Wenn wir dann aber beide auf 4K30 runterdrehen, dann sind sie wieder sehr nah beieinander, obwohl uns die Stabilisierung dann wiederum im 12X besser gefällt, denn da gibt es dann eine Stabilisierung. Und somit würde die Videodisziplin auch wiederum an das Xiaomi 12X gehen, denn es ist 8K-Videos sind hier möglich und die 4K30 sind hier gut stabilisiert. Also daher Kameradisziplin insgesamt, wenn ich an der Stelle das einmal kurz zusammenfassen darf. Xiaomi 12X gewinnt die Kameradisziplin mit einigen wenigen Ausnahmen, wo es Realme GT 2 besser ist. Selfies gefallen uns hier besser, Nachtaufnahmen unter bestimmten Umständen und ja, das war es eigentlich auch schon so im Großen und Ganzen. Beim Rest seid ihr eigentlich beim Xiaomi 12X besser dran. Jetzt hast du schon so schön die Kameras zusammengefasst, dann können wir auch mal ganz kurz die Geräte im Allgemeinen zusammenfassen. Und ich für meinen Teil, und ich glaube, das siehst du ähnlich, man kriegt irgendwie für das Realme GT 2, man kriegt das Realme GT 2 günstiger und gefühlt auch so ein bisschen mehr, außer bei den Kameras. Mhm. Wenn man jetzt sagt, okay, mir sind die Kameras nicht so krass wichtig, mir reicht eine gute Hauptkamera, womit man auch ein paar schöne Fotos mal knipsen kann oder Dokumente fotografieren kann. Und man braucht nicht unbedingt ein gekrümmtes Display und man hat auch nichts dagegen, wenn das Smartphone ein bisschen größer ist, dann würde ich sagen, spricht vieles fürs Realme GT 2. Wenn man es andersrum sieht, dann spricht natürlich auch vieles für das Xiaomi 12X, aber wir sind beide so ein bisschen enttäuscht gewesen, dass Xiaomi jetzt hier auch so für 700 € Geräte auf den Markt schmeißt, irgendwie, was dann nicht ein Flaggschiff ist, sondern eben das 12X ist. Kann ich noch einmal unterstreichen. Also natürlich sind sie in vielen Punkten sich auch sehr, sehr ähnlich, was so die Ladegeschwindigkeit angeht, die Akkulaufzeit ist ja auch sehr vergleichbar und so. Das heißt, da ist es dann teilweise wirklich einfach persönliche Präferenz.
Aber ich sehe halt auch, dass man das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt beim Realme GT 2 hat. Aber man muss dann bereit sein, diese Kameras zu akzeptieren, die halt jetzt nicht grottig sind. Also auch die Ultraweitwinkel, man kann damit noch ganz okay Bilder machen. Die Makrokamera, ganz ehrlich, die würde ich zukleben, die braucht man nicht. Aber ansonsten würde ich auch zum Realme greifen, einfach weil es das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis für mich bietet. Ja. Ja. Wir gucken jetzt aber natürlich auch direkt so, also extrem auf Details sozusagen. Also mit dem Snapdragon 888. Der 870 ist halt auch überhaupt gar nicht schlecht. Natürlich ist der neuer irgendwie und ihr habt so ein paar Punkte wie Bluetooth 5.2 und sowas. Deswegen ist das schon sehr meckern hier auf hohem Niveau. An sich sind beide Geräte top, aber hier spart ihr halt ein bisschen Kohle. Aber wie seht ihr das Ganze denn? Findet ihr das Realme GT 2 besser oder das Xiaomi 12X, was ein bisschen teurer ist? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und auf dem Weg nach unten könnt ihr auch einen Daumen hoch oder Daumen runter da lassen. Abonnieren wäre super, wunderbar und die Glocke aktivieren wäre noch besser, weil dann werdet ihr euch des Öfteren hier verklicken. Macht's gut. Vielen Dank für dieses Verklicken. Bis zum nächsten Mal. Phew.